Pirouetten. Ich brauche was für, wie heißt so nachts und ich habe einen Termin und ich beende, ja. Okay, was hast du da gebaut? Erklär doch mal. Also, das ist so ein Roboter, der kann fegen, aber auch ganz kleine Roboter, die ihn stören, umhauen. Okay. Und wenn mich zum Beispiel ein Roboter stört, kann ich hier einfach dran drehen. Ich kann ihn jetzt mal ausmachen. Jetzt ist er aus, jetzt ist er gerade angesprungen, jetzt ist er aus. Guck, und dann kann ich den halt hier anmachen und der verteidigt mich dann halt. Okay, und der verteidigt dich vor anderen Robotern, ja, die sterben. Und weißt du, was du da, also wie du das zusammengebaut hast? Also was sind da für Teile dran? Also hier ist eine Batterie, so ein schwarzes Ding, so ein Golddraht, hier ist auch noch so ein Golddraht. Hier sind halt so Flauschkabel und hier ist noch eine alte Bürste dabei. Die habe ich hier unten erst weg. Die Bürsten hier unten erst rausgezupft und dann habe ich mit Heißkleber erstmal den Motor hier drauf geklebt. Dann danach habe ich hier den Teil zusammengebaut. Ja, als erstes die Batterien mit den schwarzen Teilen zusammen und dann mit Tesafilm zusammengeklebt und habe das dann halt auch hier drauf geklebt. Habe ich den oberen Teil hier gemacht. Habe ich das als erstes aufgeschraubt und dann hier das draufgeschraubt, den unteren zugeschraubt, oben aufgeschraubt, dann den Draht reingesteckt, habe den oberen wieder zugeschraubt, habe das hier drum gebunden und habe das hier drauf geklebt. Und hier fehlt aber noch eins, da ist ein Auge noch. Das klingt relativ kompliziert. Willst du den mal nochmal auf den Boden stellen und anmachen? Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Kinder ist. Ein Putzroboter gebaut. Ja? Was macht der? Oder? Der kann laufen und er hat zwei Motoren, die sich in verschiedene Richtungen drehen. Okay. Und wie hast du das gebaut? Ich habe einfach zwei Spülbürsten genommen und da die Griffe oben drauf geklebt und dann die Platte drauf gesetzt und dann mit dem Motor und so ein Gewicht dran halt. Und war nicht schwierig? Und was war die beste Idee, die du dabei hattest? Weiß ich nicht mehr. Also ich habe mir einfach gedacht, das Ding muss nur fahren und soll ein bisschen putzen dabei. Und macht es wirklich sauber? Also nicht wirklich, aber also wenn nur Dreck auf dem Tisch liegt, kann man den damit runterklemmen, oder mehr nicht. Das ist ja schon mal sehr cool. Hi, was hast du denn heute gebaut? Also ich habe hier so einen Drachen gebaut mit so Fühlern, so Greifern und Augen und so einer kleinen Schutzrüstung. Okay. Und was macht der? Also der, wenn man ihn anschaltet, dann springt er so auf den Tisch rum und ja, will gar nicht wieder aufhören, bis man ihn dann doch ausschaltet. Ja. Ja, Wahnsinn. Und was hast du da für Teile verbaut? Hier unten habe ich eine Bürste. Da habe ich die so die Borsten rausgezogen. Jetzt zeigen die alle nach hinten. Und warum hast du die Borsten rausgezogen? Springt er dann besser oder ja, putzt er dann weniger? Weil dann nicht so viele Borsten auf dem Boden sind und er nicht so viel Widerstand hat und dann springt er nicht schneller. Ah, und okay. Dann habe ich hier Batterien unter der Abdeckung hingebaut und die mit dem Motor verbunden und jetzt fährt der eben. Jetzt fährt dein Auge verloren. Ja, und da kann er eben dann so hüpfen. Und das habt ihr heute alles in den Vorträgen gelernt oder baust du täglich zu Hause Roboter? Wir haben jetzt hier Vorträge gehalten bekommen und drüben in dem anderen Raum haben wir die gebaut in zum Workshop. Und was waren das für Vorträge? Wie ein Computer funktioniert, wo ich jetzt nicht war, das mit den Zauberwürfeln, da konnte man so Tipps und Tricks und noch was, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und weißt du noch, wie ein Computer funktioniert? Ja, mit Hilfe von solchen Schaltern und ja, das ist jetzt erstmal ein bisschen geheim, also wenn es euch interessiert, ja dann, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber auf jeden Fall war es gut erklärt.
Okay, also du hast es verstanden, du weißt es noch nicht mehr genau. Ja, super. Und was war denn die beste Idee, die du heute hattest? Also auf jeden Fall das mit der Schutzrüstung, die getarnt ist. Okay, die ist getarnt, alles klar. So, Tarnfarben. Und was baust du als nächstes für einen Roboter? Ich will so eine Waschbürste fürs Gesicht in so einen Panzer umbauen mit dem Stängelchen nach vorne. Dann fährt er so nach vorne und crasht die anderen weg. Viel besser als Beyblade. Okay, aber das Gesicht, damit musst du dir aber dann trotzdem noch waschen, weil die Bürste ist ja dann ein Panzer. Ja, schade. Kann man aber Bürste anmachen und viel einfacher. Massiert. Und was ist es besser als Beyblade? Was ist Beyblade? Beyblade sind diese komischen Kreisel, die man in so einer Plastikschüssel fahren lassen kann und die crashen sich halt nur in ca. 90% aller Fälle und deswegen ist es ziemlich langweilig, finde ich. Okay, und ihr habt euch jetzt quasi selber Roboter gebaut? Mit in diesem Workshop. Ja, sehr cool. Also vielen Dank, ich bin beeindruckt. Dankeschön. Der Roboter, das wird dann so ein Fliegeroboter, der kann auch noch fliegen. Und nicht verteidigen aus dem Flug. Okay, und weißt du auch schon, wie du den baust? Ja, er wird wahrscheinlich hier Flügel haben und dann hochfliegen und hat unten dann noch so, wie nennt man das, einfach so Knalleffekte. Okay, dann bin ich mal gespannt. Was war denn, würdest du sagen, bisher die beste Idee, die du hattest? Die beste Idee war bisher, dass hier hinten, das habe ich jetzt zugemacht, hier hinten hat mir mein Papa geholfen und guck mal rein, was da drin ist. Das kann man rausmachen, dann geht der ganz und gar nicht mehr an. Ah, okay, also noch ein Geheimabschalter. Das ist Geheimabschalter hinten im Flauschwanz. Sehr cool. Also ein großer Ingenieur hier geboren schon mal. Danke. Bitte. Ja, aber gut, gell? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das vielleicht dann geht.